Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. So, wir sind jetzt hier am Rand angelangt. Ich hole mir jetzt mal den Hubschrauber und dann fliegen wir nach da. Genau. Also das ist jetzt eine neue Aufnahme und ich bin da oben gespawnt und dann dachte ich mir so, ja, fahre ich hier oder gehe ich schnell dahin und ich sehe gerade, ich hätte auch hier hingehen können. Wäre einfacher gewesen, aber hier ist ein Fragezeichen. Deswegen. Und für euch ist. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Wenn die Drohne weggestört, dann entstört sie mal. So, ich würde mal sagen, wir gehen auf diesen schönen hübschen Felsen. Sicario mit einer Minigun. Sag mir wo? Da, bei dem Heli. So, und diesen Heli wollen wir. So, naja, man sieht nicht viel. Damit. Aber wieso haben die hier ein Störgerät? Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Das ist mal sehr suspekt. Na gut, dann werden wir mal das auf die schöne alte Weise machen. Da ist noch ein Tango. Noch ein dritter. Ich sehe einen Tango. Es stehen noch andere darum. Auf die Ziele achten. Da sind überall Zivilisten. Ja. Markiere einen Hauptmann. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Zwei Schüsse und sauber, alles sauber. Fünf Tote. Wie kann das nur sein? Und wieso? Ach, und jetzt geht es. Hä? Wie haben die denn meine Drohne gestört? Und hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gut. Viele Lichter und Schalter hier drin. Der hiesige Raffineriechef versorgt das Kartell mit Grundstoffen. Überzeugen Sie ihn, dass die Zusammenarbeit mit Santa Blanca schlecht fürs Geschäft ist. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir ihn überzeugen wollen. Okay. Ah, Schornsteine ploppen auf. Unter uns sind Unidad. Aber irgendwie scheinen da keine Feinde zu sein. Das ist ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Ich glaube, unsere Waffen verängstigen sie. Ach. Mal, ob wir hier irgendwie hoch können. Oder also da rein können. Nee. Okay. Hm.
Da ist der Raffineriechef. Mal sehen, was er zu sagen hat. Guten Tag. Was soll das? King Chingados, eres du? Wir überbringen eine Nachricht. Stellen Sie das Geschäft mit dem Kartell ein. Ich weiß nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Schwachsinn. Santa Blanca erhält die Grundstoffe von Ihnen. Das muss aufhören. Mire pues, die Firma hält Libertad am Leben. Wenn Santa Blanca nicht bekommt, was Sie wollen, war's das. Das geht nicht, verstehen Sie? Ja, dann hören Sie mal gut zu. Wenn Sie nicht mit den Lieferungen aufhören, erledigen wir halt Ihre Anlagen. Fickt euch, pinches Gringos. Der Kerl ist sturer als General MacArthur. Dann müssen wir es wohl auf die harte Tour machen. Los, wir fahren zu den Förderanlagen. Okay. Naja. Er hatte ja... Ich überlege gerade, ob der eine andere Wahl hatte, aber an sich hatte er sie ja nicht. Weil entweder machen wir ihn statt oder es war ein Su. Ich bin wieder ein Hauptmann. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Irgendwie so. Mach ein, macht fünf. Da ist eine Förderanlage. Weg damit. Wow. Ich fange mal hier an. Hey, Kartellschütze, bei dem Container. Schütze, das ist ein einfach... Ja, okay. Wie gehen wir hier rein? Können wir hier rüber? Natürlich kann ich dran. Markiere einen Tango, Zivilist in der Nähe. Hier ist Ziel Nummer 5. Okay. Ja, dann machen wir mal Amazamba. Granate fliegt. Da sind Gegner. Wir haben einen Soldaten mit einer MP am Eingang zum Lager. Granate fliegt. Gut. Und was wollt ihr hier sehen? Egal. Verdächtig. Ja, das will ich noch meinen, dass das ein bisschen verdächtig ist. Markiere einen Hauptmann. Ich sehe zwei Unidad-Schützen. Da, beim Container. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da irgendwo ist noch einer. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Neben dem Checkpoint. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Wir sind bei 15. Geh in Position. Brauch eine bessere Position. Alles klar, geh in Position. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Hab ein. Okay, es ist alles gut. War ein Schuss in den Arm, aber er war anscheinend tödlich. Gut, dann gehen wir mal hier. Ja, gerade läuft's gut. Und das ist ja wirklich ja die Ausnahme bei uns leider.
Hallo. An deiner Stelle würde ich nicht so, so chillig da rumgehen, sondern... Ganz sicher können wir die beiden zuerst töten. Aber... Ja, nee. Wir machen es uns ein bisschen schwerer. Jetzt an. So, ja, das war irgendwie klar. Ich habe keine Handgranaten mehr. Ich dachte, ich wäre genau neben dem Auto. Gut. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Come mierda, culeros. So, dann. Das waren zwei. Also Granate fliegt. Da, da. Granate fliegt. Ja, ich weiß, dass da welche sind. Einer weniger. Ah, scheiße. Naja. Achso, wir sind hier fertig. Ja, cool. Dann gehen wir mal zurück zum Hubschrauber. Da wären noch welche. Also da sind ja noch welche. Da haben wir die irgendwann. Ja, egal. Fluppi. So. Wo ist unser Hubschrauber? Irgendwo in da vorne an der Klippe. Haben wir auf jeden Fall sehr gut versteckt. Die letzte bekannte Ding. Oh. Ich bin mal gespannt, ob wir den Schrauben können. Ich fliege. Ja. Easy. So, da drüben ist die nächste. Und was ist da rechts von uns? Untersuchen Sie diese wichtigen Aufklärungsdateien, um einen neuen Einsatz einzuschalten. Ah, das machen wir danach. Ich meine, das ist ja... Ja, komm, das machen wir danach. Auf jeden Fall erstmal die Ölförderanlagen vernichten. Und dann schauen wir weiter. Da gibt es sogar noch eine Mission.
Ich glaube, die da ist schon ein bisschen härter zu knacken. Das ist schon ein bisschen härter. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Hab einen Unidad-Soldaten. Dicht beim Lagereingang. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Hier macht es sogar ein bisschen mehr Sinn, dass sie einen Jammer haben. Na? Komm, ich hab dich doch gesehen. Ich sehe noch einen Tango. Ich sehe ein zweites Ziel. Das ist die letzte Förderanlage. Jagen wir sie hoch. Hey, Kartellleutnant, der Tank. Noch ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Heimlich, still und leise. Schlich er um die Bäume und machte irgendwas Tolles. Keine Ahnung. Und das macht 3. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Hi. Okay. Sieh einen Soldaten, er ist allein. Dicht am Container. Gut. Es gibt Alarm. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Markiere Feind. Jo, 2 Kartellschützen. Okay, nichts passiert. Seh niemanden. An sich hat uns nur der eine gesehen. Aber... eigentlich hat niemand Alarm geschlagen. Wir sind jetzt natürlich zusammen. Aber das macht das ist sehr dumm, was du gerade machst. Sauber. Seid ihr okay? Naja, die haben gar nichts gemacht. Also ja, sind sie. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Come mierda, culeros. Da ist eine Kartellauszeichnung. Ausgezeichnet. So. Warte mal. Festhalten, Leute. Los geht's. Kann ich sagen, dass die angreifen sollen? Warte. Nee. Feuer. Okay, ich nehme die Penner unter Feuer. Hä? Shit, die Unidad hat beschlossen zu kämpfen. Hä?
Oh Mann, nee, oder? Nee, oh Mann. Es war ja jetzt klar, dass genau jetzt so ein Idiot kommt. Scheiße, nichts wie Victor! Der Leutnant flieht. Such den Deckung. Wieso kommt jetzt so ein Auto daher? Das ist doch voll dumm. Ich wollte eigentlich schauen, ob die Kisten oder also die Verteiler da angreifen werden. Aber anscheinend sind die dumm. So. Hier eine Granate. Granate fliegt. Da eine Granate. Granate fliegt. Nehmt das. Dani Canari. Granate kommt. Come miere da culeros. Canari. Die letzte Ölförderanlage. Der VIB Gas Raffineriechef wartet auf uns. Mal sehen, ob wir ihn überzeugen können, nicht mehr mit dem Kartell zu arbeiten. Achso. Die letzte ist jetzt auch weg. Okay. Okay. Achso, ja, klar, die sind ja noch da. Ich gehe mal zum Hubschrauber, das ist mir hier zu dumm. Warte mal. Wenn der da jetzt so kniet. Coopere y todo saldrá bien. Alles gut, ich hab Fragen an dich, Arschloch. Ja, dann ist es. Mit diesem Schein werde ich nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Für diesen Scheiß werde ich nicht bezahlt. Für was wirst du denn sonst bezahlt? So. Schön Radau gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt. Ah, da ist der Hubschrauber. Schraub. So, und jetzt sprechen Sie mit den Leiter. Jetzt müssen wir wieder zurück. Aber jetzt hole ich auf jeden Fall. Hey, alles grün. Da ist ja auch noch was. Und hier ist die AK. Na. Okay, dann machen wir hier das da und dann das da. Gut. Dann holen wir uns eine Vor neue Quest. Hier haben wir noch so wenige. Oh. Und doch, ich wollte mal fragen, wie geht's euch denn? Ich sehe einen Hauptmann. Da ist noch ein Tango. Wow. Mit dem sind's fünf. Wieso sind da so viele? Und wieso fragen die sich nicht, warum da ein Helikopter in den Wald geflogen ist? Wir sind jetzt bei 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Scharfschützen. Hier ist ein Tango. Es sind ein paar. So schnell eine neue Quest ist, ist wohl nicht. Gut, das hat alles geklappt. Das wird lustig da. Müssen wir aber erstmal alle anderen ausschalten. Alien im Anflug. Hm.
Das sind 5 in der Mitte und dann 1, 2, 3, 4 am äußersten Rand. Schön, dass der das nicht gesehen hat. Und da ist auch noch einer. Einfach Handgranate rein, so ungefähr. Aber das können wir ja nicht machen. Leider. So, dann würde ich mal die andere Seite gehen. Wobei, von hier kann man eigentlich die alle sehr schön sehen. Aber von der anderen Seite bekomme ich den Abseits-Tango, sage ich mal. So. Der hat sich jetzt wieder hingesetzt, oder? Sehr schön. Aber der interessiert uns ja nicht. Wir könnten auch einfach das so holen, ohne dieses Paket da in der Mitte zu töten. Nach Koordinaten für ein Chemielager hier in Libertad aus. Das müssen wir erledigen. Gut, dann links von hier ist machen wir mal hör auf, ich kann es nicht abbrechen. Hier ist die Frachtliste eines Versorgungsflugzeugs des Kartells. Die Rebellen könnten das Zeug wirklich brauchen. Sollen wir die Maschine klauen, Boss? Granate fliegt. Geh ins Haus. Oder nicht? Muss ja auch nicht. Ja, die haben mich gesehen und ich konnte es leider nicht abbrechen. Danke. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Helikopter wieder. Den Drecksheli. Du hast den Drecksheli? Schön, dass ich unendlich Munition habe. So. Zerstöre den Konvoi. Wir wissen von einem Konvoi, der chemische Grundstoffe nach Okoro bringt. Sorgen Sie dafür, dass er sein Ziel nie erreicht. Ups. Ich würde erstmal die AK abholen. Und dann holen wir die neue Quest. Ja, wir sind ja auch welche.
Natürlich sind hier auch welche. Wie, das macht 5. Alles okay, alles okay. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Könnte sein, dass die mich wiedersehen. Aber nee, ich nehme mich hin. Sehr schön. Hier sind auch einige. Dann die Nummer 3. Ich weiß von einem Kartellsender. Schalten wir ihn ab. So, und dann noch das da. Giftkonvoi. Ein Blogpost über die Einweihung des Chemischen Instituts für Liberdad von Nidia Flores. Ihre Organisation Realiza Tu Sueño hat zum Ziel, die Kinder mit Bildungsmöglichkeiten und Karrieren auf dem Feld der Chemie zu versehen. Aha. Gut, dann würde ich sagen, es sind schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Und genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.